Auch heute begrüße ich euch, liebe Zuschauer meines Videos, wieder ganz herzlich. Ich hoffe, ihr habt euch vom letzten Video gut erholt. Heute wird es nur nicht mehr so krass, denn heute wollen wir nur das bisher Ausgeführte einmal zusammenfassen. Natürlich auch wieder mit neuen Informationen versehen. Wie gesagt, jetzt wollen wir erst einmal den Werdegang bis zum 18. Schöpfungsakt noch einmal kurz Revue passieren lassen. Und wir werden die hier getroffenen Aussagen dann auch auf die Realität des Bewusstseins von einzelnen Individuen, also auf die subjektive Realität, auch unter Einbeziehung der qualitativen Aspekte von ganzen Zahlen beziehen. Zuerst haben wir mit m hoch 0 entspricht 0 bezogen auf die Gesamtheit von Schöpfungsprinzipien bzw. der vorhandenen Schöpfungspotenz in einem von uns so definierten Grenzgebiet, also innerhalb einer Kreiseingrenzung, die primär natürlich einen imaginären Einheitskreis darstellt, als Ganzheit aller Schöpfungsprinzipien vor jeder Wirkung bzw. als Ganzheit der gesamten Schöpfungspotenz vor jeder weiteren informationellen Eingrenzung bezeichnet. Die Information zeigt sich ja als sämtliche Grenzrealität innerhalb unseres Universums sowie seiner Kosmen und Welten. Dann hatten wir mit dem vierten Schöpfungsakt festgestellt, dass sich das Kreisinnere komplementär zum von uns unbegrenzt gelassenen Äußeren Nichts verhält. Hier natürlich primär denn dieses großgeschriebene Nichts. Unser inneres Etwas, großgeschrieben, beziehungsweise etwas geschehen, kleingeschriebenes Etwas, zeigte sich so als MI hoch 0, also Basis I hoch 0, entspricht minus 1 hoch 0. Wobei diese Masse MI hoch 0 die gesamte IS-Einheit, also die gesamte Informationseinheit auf dieser Widerspiegelungsebene verkörperte. Es hatte sich so dermaßen eine erste tatsächliche Masseneingrenzung als Zeitmasse herausgebildet. Zur Erinnerung, wir erhielten folgendes Bild für die Informationseinheit IS. Hierbei galt, MI hoch 0 entspricht minus 1 in 1 hoch 1 entspricht minus 1 plus 1 hoch 1. Also die Masse ist innerhalb einer 1 hoch 1 Einheit eingeschlossen bzw. hierin integriert, diese Nullmasse. Mit der zweiten Verschmelzung des ausgesandten entsprechenden Impulses IP2 mit 1 hoch 1 teilte sich diese Masseneinheit im sechsten Schöpfungsakt in zwei Teilmengen der Form minus 1 hoch 0 entspricht 1 1 hoch 0 plus 1 2 hoch 0. An den inneren Verhältnissen änderte sich nun bis zur Herausbildung der inneren Dynamik durch die Installation eines Drehmomentes, was sowohl die Imaginärachse als auch die Erscheinungsachse in Drehung versetzt. Nichts Wesentliches. Mit dem 15. Schöpfungsakt war die Installation dieses Drehmomentes vollzogen. Wir erhielten nun die Beziehung, wie ich sie hier in diesem Bild darstelle. Und mit dem 16. Schöpfungsakt begannen die beiden imaginären Achsen zu rotieren. Dadurch wurde ein Flächenraum einer Zeitfläche, der Form minus 1 hoch 0 entspricht 1 1 hoch 0 mal 1 2 hoch 0. Also zum Unterschied von vorhin, wo man ja minus 1 hoch 0 entspricht 1 1 hoch 0 plus 1 2 hoch 0 haben. Vorhin hatten wir eine Aneinanderlagerung als Addition und jetzt mit der Multiplikation haben wir die erste Wechselwirkung mit einem energetischen Impuls zu verzeichnen. Und diese Einheit ergibt sich ja zu 1 hoch 0 entspricht I Quadrat,
also klein i Quadrat entspricht minus 1. Bis zum 16. Schöpfungsakt haben wir somit eine Rotation von Begrenzungsachsen innerhalb der Zeitmedialität der Form i hoch 2n, hier mit n gleich 1, eben die Zeitmasse mi hoch 0 installiert. Auch in der weiteren Folge in der Informationsenergetik bezeichne ich dieses hoch n immer, wenn ich mich auf die Zeitmedialität beziehe, und hoch m, wenn ich mich auf die Raummedialität gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein beziehe. Mit dieser Rotation wurde schließlich das erste Energiepotenzial der Form e hoch 0 entspricht 1 hoch 1 in Bezug zu i hoch 0 plus i hoch 0, also wieder Addition, entspricht m0 hoch 1 zu is hoch 0. Entspricht 1 hoch 1 zu 1, 1 hoch 0 plus 1, 2 hoch 0 generiert. Umgestellt nach m0 hoch 1 erhielten wir schließlich die Formel m0 hoch 1 entspricht is hoch 0 mal e hoch 0, womit wir jetzt alle drei Qualitäten, die sich noch auch im Weltlichen wieder zeigen, m die Masse, is die Information und E die Energie zu einem Ganzheitskomplex zusammengefasst haben. Mi hoch 0 ging durch diese Relation in M0 hoch 1 über. Wir sind ja dann innerhalb dieses Kreises letztendlich dann eine Ebene, eine Sphärenebene innerhalb dieses Kreises aufgestiegen. Denn bis zum 18. Schöpfungsakt haben wir uns immer noch innerhalb der Monade bewegt. Da wir nun im Weiteren die informationsenergetische Ausgleichsebene betrachten, denn die Realität der Masse stellt immer informationsenergetische Ausgleichsgegebenheiten dar, beziehen wir uns auf die Relation minus 1 hoch 0 entspricht 1, 1 hoch 0 plus 1, 2 hoch 0. Der Gesamtzusammenhang lässt sich jetzt auch wie folgt darstellen. M0 hoch 1 entspricht IS hoch 0 mal E hoch 0, was wir ja gerade dargestellt haben. Und jetzt weiter ausgeführt, konkretisiert, entspricht 1, 1 hoch 1 mal 1 hoch 1. In Bezug zu dieser anderen inneren 1, 2 hoch 1 und jetzt mal 1, 1 hoch 0 plus 1, 2 hoch 0. Da 1, 1 hoch 0 und 1, 2 hoch 0 quantitativ, qualitativ identisch sind, können wir auch schreiben, 1, 1 hoch 0 zu 1, 2 hoch 0 entspricht 1. Daraus folgt, M0 hoch 1 entspricht 1 mal 1 hoch 1 in Bezug auf 1, 1 hoch 0 plus 1, 2 hoch 0. Entspricht 1 mal 1 in Bezug auf 1 plus 1. Das ist ja gleich 1 mal 1 halb gleich 1 halb zu 1. Die auf die Zeitmedialität der Form minus 1 hoch 0 bezogene Masse bewirkt demgemäß schon eine Verringerung des gesamten Schöpfungspotenzials um 1 halb. Jeder weitere Teilschritt bewirkt wiederum eine Verringerung des Schöpfungspotenzials um 1 halb. Und wir befinden uns hier heute in einer 10 hoch 50, 10 hoch 51 Sphäre. Da wisst ihr erstmal, warum sich die Gravitation bei uns, die ja aus der Schwerkraft resultiert, so gering zeigt, obwohl sie ja innerlich viel, viel stärker ist. Letztlich bildet sich hier eine Exponentialkurve der Schöpfungspotenzialeingrenzung über Massenteilungen verwirklicht aus. Also, da ja die Masse letztendlich mit der Konstante E vertreten wird, ist das eine E hoch X-Kurve. Eine Potenzialentwicklungskurve, die aber eigentlich, weil wir ja immer das Negative letztendlich widerspiegeln, genau das Komplementäre, die eigentlich eine immer weitere Verringerung des primären Schöpfungspotenzials
aufzeigt. Dabei wird natürlich die Massengröße immer weiter erhöht, wächst die Masse in unserer Welt, weil es ja ein Kondensationsprozess ist, ein Energieerniedrigungsprozess. In der Masse steckt nicht die Energie, sondern die Information. Und die Energie ist in der Relation zu 1 da immer weiter verringert, die auskristallisierter eine Massenverkörperung uns zeigt. Dabei wird das Schöpfungspotenzial in Struktur integriert, also durch diese oder mittels dieser bzw. über diese Information und steht uns damit nicht mehr direkt und unvermittelt dynamisch zur Verfügung, also der Statikanteil wächst. Dabei werden bis zur Herausbildung der Raummedialität schon 2 Teilungsaktionen vollzogen. Es erscheint im Inneren des zeitlichen Etwas schon wieder eine räumliche Nichtsmedialität, also wieder kleingeschriebenes Nichts, ist ja eine Medialität, die unserem Bewusstsein primär verborgen ist und bleibt. Ich erinnere nochmal, Medium, Mitte, Mittleres, Vermitteltes, auf das Mittler bezogen, auf den Mittelpunkt bezogen. Weiter als bis zur Realität I hoch Null, dem letztendlichen Rand des Grundes, also das Null-Existenz-Gebiet zum Urgrund des Seins, können wir demgemäß niemals blicken. Wir können höchstens auf den Grund selber blicken, aber in den Urgrund hinein, das ist uns auf ewig verwehrt. Über das, was hierin eben im Urgrund und natürlich auch schon im Grund allen Seins weiter passiert, können wir stets nur spekulieren oder es uns über unser Denken logisch erschließen, können hierüber nie auch eine ganz konkrete Aussage treffen. Hier bleiben wir also doch immer recht allgemein mit unseren Aussagevermögen. Aber genau hier beginnt die eigentliche innere Gottrealität, die ganze Göttlichkeit. Von hier aus agiert auch unsere eigene Schöpfungsintelligenz innerhalb der Selbstrealität, wobei man dieses Ich in der Informationsenergetik immer als ein durch Imagination hervorgegangenes kapazitives Halo als solche Einheit betrachtet. Also ein Sphärengebilde, aber innerhalb der Zeitmedialität, das durch seine Widerspiegelung bestimmte Bewusstseinsgrade erreicht. Und der Ich-Intelligenz steht letztendlich die volle hundertprozentige Schöpfungspotenz zur Realisierung ihrer Schöpfungsaufgabe im göttlichen Auftrag zur Verfügung. Denn letztendlich gibt es hierin keinerlei Begrenzung. Ich möchte es noch einmal verdeutlichen. In der Absolutheit selbst gibt es diese Letztendlichkeit, in das ja letztendlich das Minus I als Unendlichkeitsdel hineinragt. Und hier haben wir mit dieser Letztendlichkeit auch bezogen auf die Zeitmedialität eine aktuelle Ewigkeit zu verzeichnen. Im Raum jedoch haben wir immer nur bezogen auf dieses Plus I eine gegen unendlich strebende Unendlichkeit zu verzeichnen. Im inneren Sein haben wir die endliche Unbegrenztheit zu verzeichnen. Im äußerlichen Dasein, im Raum, haben wir die im Allen begrenzte Unendlichkeit zu verzeichnen. Also auch diesen Quadrupol muss man immer im Auge behalten. Mit dieser Sicht auf den Grund des Seins endet auch schon hier jegliche weitere wissenschaftliche Widerspiegelung von Realität, die dann nur noch der Religion bzw. unserem Glauben vorbehalten ist und bleibt. Den ganzen Bereich der inneren Zeitlichkeit, das deckt ja die Quantenphysik ab. Obwohl sie heute noch nicht sauber gedeutet wird. Auch das vollziehe ich. Zurzeit schreibe ich wieder ein neues Buch und das geht direkt um
die Erklärung, was wirklich bei der Quantenphysik passiert. Wesentlich stellt die Ich-Realität die Realität des die ganze primäre Imagination vollziehenden kapazitiven Halos, also die Monadeneinheit Ganzheit, eine Fünferrealität von hier punktuell erscheinenden Wesensaspekten mit einer dementsprechenden inneren Dynamik versehen, gemäß der folgenden Abbildung der Monadenganzheit dar. Hier also mal diese Abbildung. Wir müssen begreifen, auch unser Ich-Intelligenz, unser Ich-Wesen befindet sich in diesem 5D, wobei man das natürlich nicht als nur fünfdimensional betrachten soll, sondern dieses System müsste groß geschrieben werden und beinhaltet schon wieder eine ganze unerschöpfliche Anzahl von I-Sphären-Ebenen. Und letztlich ist ja jede Person, Personale, hinter einer Maske schwingend, jede Person selbst auch schon wieder eine solche Monade, wie sie Leibniz beschreibt. Wobei ich da auf diese Monade und ihre Qualität letztendlich in Bezug auf die Monadologie von Leibniz in meinem Buch in einem ganzen Kapitel darauf eingehe. Diese Fünferrealität lässt sich demgemäß auch bis über bestimmte Pentagon-Pentaprogramm-Strukturen vermittelt ausdeuten. Und das macht ja Ingrid Raseelberg hervorragend. Und wie gesagt, auch für diesen Artikel, für diesen Kapitel in meinem Buch hat sie mir sehr wertvolle Hinweise gegeben, als ich 2022 bei ihr war. Und ich kann immer wieder nur wiederholen, wie dankbar ich dafür bin. Aber so wie ich mich in ihre ontologische Mathematik eingearbeitet habe, steht heute für sie die Aufgabe, sich auch der Informationsenergetik, der Lehre der Informationsenergetik, diesem Modell des Universums ganz eindringlich zuzuwenden. Sie sieht immer noch meine Hinweise als Kritik, aber das sind keine Kritiken. Das sind Gedanken, Impulse, die ich sie übermittle, damit auch sie weiterkommt. Denn wir beide haben ganz konkrete Schöpfungsaufgaben heute im aktuellen Zeitgeschehen zu realisieren. Sie ist nämlich, wenn man mal diese von Gedankengebäude her betrachtet, genau der Komplementärpartner zu mir. Über die Monaden gemäß der Monadologie nach Gottfried Wilhelm Leibniz habe ich in meinem Buch das Wesen der Universumsexistenz und das bewusste Individuum im Universum ein ganzes Kapitel geschrieben. Darum kann ich mir hier erst einmal hierüber weitere Erläuterungen ersparen. Volle Bewusstheit wird erst im Vereinigungsmoment der ganz primären weiblichen und männlichen Widerspiegelungsaspekte in I tiefgestellt 0 hoch 0. Also wir haben hier die gesamte Göttlichkeit zu verzeichnen, von der Basis bis zur vollen Verwirklichung. Bezogen auf 0i, also auf der Basis i, bis hin zur 1, bis hin zur Ganzheit, erreicht. Insgesamt zeigt sich hierbei ein lemniskatischer Ereignisverlauf, ausgehend von der Einheit i 0 hoch 0, der Form, Ausgang, wieder, wie gesagt, i 0 hoch 0, die imaginäre Göttlichkeit in aller Gesamtheit. Die bezieht sich zuerst auf plus 1 hoch 1, also auf diese Raumansicht außen. Im zweiten Schritt bezieht sie sich auf plus i hoch 1. Also das ist schon wieder eine Rückbesinnung auf die geistig immaterielle Zeitmedialität. Im dritten Schritt kehrt sie zu ihrer Quelle i 0 hoch 0 zurück, eben Rückkehr zur Göttlichkeit, der An- und Einsichten mit einem erneuten I00-Durchgang. In einem weiteren Schritt bezieht sie sich auf die minus 1 hoch 1, also auf die gesamte Zeitlichkeit in ihrer primären Verwirklichungsweise. Also auch damit will er eine Zeitsichtung von außen, um eben wirklich die Ganzheit zu sehen. Dann wieder bezieht sie sich auf minus i hoch 1, also wieder eine Rückbesinnung auf
jetzt die energetisch-materielle Innenmedialität ohne jeglicher reeller Begrenztheit, wie ich das gerade bezeichne, aber mit einer Letztendlichkeit. Und dann kehrt sie wieder zu I00, zur Göttlichkeit der An- und Einsichten und ganzheitlichen Vereinigung des männlichen mit dem weiblichen Widerspiegelungsaspekt zurück. Also wieder die Rückkehr zu I0, zur I00-Einheit. Wie wir sehen, handelt es sich dabei letztlich um eine Negation der Negation der Negation mit einem immer fortschreitenden weiteren Entwicklungsaspekt. Bisher kannten wir ja bloß die Negation der Negation gemäß Hegel. Es wird eine Lemniskatenkurve innerhalb der 0-1-Einheit beschrieben. Diese kann man als ganze Zahl 8 sehen, 8 Ganzheit aller Lebenswege, aber immer bezogen auf eine ganz konkrete Existenzebene. In jeder Existenzebene wird erstmal diese 8, diese Ganzheit aller Lebenswege realisiert. Dann geht man über eine Transformationsphase 9 hin zur 10, also endet da wieder in der Göttlichkeit, aber schon als Beginn eines neuen Lebensreigens. Also wie gesagt, diese 0-1-Einheit, diese ganze Lemniskatenkurve, die ich gerade erklärt habe, kann man als ganze Zahl 8 sehen. Erst mit der vollen Verwirklichung dieser 0-1-8-1-0-Achse wird auch bezogen auf unseren Bewusstheitsgrad, göttliches Bewusstsein, beziehungsweise im Sinne der Lehre der Informationsenergetik als Definition gesehen, Vollbewusstsein erreicht. Es sind wieder, wenn man so will, 1, 2, 3, 4 Schritte, was ja wieder die Funktionseinheit bezeichnet. Und letztendlich haben wir 1, 8, 1 als Quersumme wieder 10, also wir kehren zur Einheit in der Göttlichkeit zurück. Mit 1 plus 8 gleich 8 plus 1 gleich 9 wird dabei eine doppelte Transformation vollzogen. 9. Warum doppelte Transformation? Einmal ist das eine Transformation im Blick nach innen, wo man in die neue Qualität aufsteigen, aber auch schon im Blick nach außen, wo man die neue Qualität schon sehen, die das Ergebnis dieser Transformation letztlich darstellt. Und dies stets innerhalb vollkommener und vollständiger Göttlichkeit. Ich betone es immer wieder. Gott ist die Null, hat schon Axel Klitzke in seinem Buch als Titel gewählt. Und das ist wahr und richtig. Aber man muss natürlich dann genau aufpassen, was man unter dem Begriff Gott versteht. Und das Groß Gott geschrieben, da bezeichnet die Informationsenergetik die ganze Objektivität, wobei man das da wieder die Funktionseinheit sehen kann. Erst das Gesetz U gleich I in Klammern klein i, daraus erfolgende erste Ordnung, die wir in der heiligen Geometrie primär sehen können, beziehungsweise in der euklidischen Geometrie. Dann kommt die Transmutation, also die Informationslebenssphäre, die primäre. Und dann kommt die Transformation, also die Energielebensphäre, die primäre. Wobei man diese beiden Ebenen in der Informationsenergetik dann auch noch zu einer Transfigurationseinheit zusammenfasst. Und das kleingeschriebene Gott in der Informationsenergetik bezeichnet die Subjektivität oder die Persönlichkeit oder den Menschen oder wie man es nennt, wo der Funke Gottes enthalten ist als ein bestimmtes I, Realisierungseinheitsgeschehen. Und das ist ja das, was nachher in der Bibel beschrieben wird. Im Anfang war das Wort. Also das Wort im Anfang. Und beachtet immer im Anfang. Also das Objektive ist immer schon da. Ist ewig in der Existenz. Also niemals am Anfang war das Wort zu sagen.
Dieser Fehler wird heute natürlich oftmals begangen und damit nimmt man sich aber eigentlich schon vieles. Dann setzt man einen Anfang wie die Urknalltheorien und will daraus dann alles erklären. Letztlich kommt man da immer ins Schlenkern, verliert sich in der Unendlichkeit bzw. in der zeitlichen Ewigkeit. Also diese vollständige Göttlichkeit null. Dabei geht die 18 gleich 2 mal 9 in die 81 gleich 3 hoch 4 über. Und 18 plus 81 ergibt schlussendlich 99. Also eben die genannte doppelte Transformation, die doppelte 9. Was ja wieder 18 ergibt, was ja wieder Ursprung aller Lebenswege bis hin zur Ganzheit aller Lebenswege und so weiter bezeichnet. Also die ersten Zahlen haben wirklich eine auch absolute Bedeutung, einen absolut qualitativen Aspekt, der heute in der Wissenschaft sehr vernachlässigt wird. Also die doppelte Transformation 9, welche eine ganzheitlich verwirklichte geistig-materielle Transformation in andere Medienexistenzbereiche ist. In andere Medienexistenzbereiche. Wir haben längst gemäß den Mayas schon die Medienexistenzbereiche der alten Qualität verlassen, sind in einem neuen und müssen uns diesen natürlich jetzt neu anpassen. Unser Körper wird angepasst, aber auch unser Bewusstsein, unsere Widerspiegelungsart muss sich dem genau anpassen. Das ist unsere heutige Daseinsaufgabe. Wir müssen heute, was ich gezeigt habe, diese I00 wieder erreichen bei gleichzeitiger Realisierung der Ganzheit 1. Das heißt, wir müssen heute in allem diese Einheits-Ganzheitsrelation verwirklichen. Das ist unsere Tagesaufgabe. Ist natürlich verbunden mit dem Wandel einer Gesellschaftsordnung, ob man das wahrhaben will oder nicht. Und es steht die Gesellschaft der universellen Lebenspartnerschaft nach dem Philosophen Künzel heute als Tagesaufgabe an. Es handelt sich bei solchen II-Übergängen wiederum um eine 90-Grad-Drehung. Ich betone 90-Grad-Drehung. Wir gehen heute von dem Q1 bewusstseinsmäßig bzw. widerspiegelungsmäßig in den Q2. Also 90-Grad-Drehung sowohl seinsgemäß in der realen Entwicklungsausrichtung als auch bewusstseinsgemäß in der Widerspiegelungsausrichtung. Auf den heutigen Zeitgeist bezogen, geht die Ich-Einheit des auf die Persönlichkeit bezogenen Menschen aus dem Q1 über die Medienqualität Q0, also wir dürfen unsere Göttlichkeit dabei nicht vergessen, in den auf das universale Zusammenagieren bezogenen Q2 über. Dabei vertieft sich die Einsichtbarkeit und Einhörbarkeit einzelner Individuen des einzelnen Menschen wesentlich. Sie werden demgemäß wesentlich hellsichtiger und hellhöriger als zuvor. Bezogen auf das seiende Dasein mit seiner energetischen Potenz erhöht sich mit dieser tiefen Einsicht in das tatsächliche und wirkliche Universumsgeschehen auch die Potenz und der Aktionsradius des vom Menschen möglicherweise beeinflussbaren, auch wirklich ganz bewusst beeinflussbaren Geschehens im Universum und damit auch in unserem Kosmos, in unserer Welt. Aber möglichen. Es ist immer alles nur möglich. Ob man es annehmen und umsetzen, das ist unserem freien Willen geschuldet. Wir können alles machen, aber wir müssen dann bitteschön auch die Konsequenzen erfahren. Wenn die bisherige Feinsichtigkeit auf der Basis des sogenannten goldenen Schnittes der Konstante zweite Wurzel aus 5, also ca. 2,236, ansprach, so entspricht sie im Q2 der Feinsichtigkeit auf der Basis des sogenannten silbernen Schnitts, eben der konstante zweite Wurzel auf 2, also der Konstante im Informationsraum, und die ist ja 1,4142. Also diese Feinstrukturkonstante, die wir hier als Alpha haben, jetzt letztendlich, was ja die Widerspiegelung dieser Sache wieder ist in unserer reellen Welt, verkleinert sich. Und damit werden wir feinsichtiger. Also wenn wir hier das Papier betrachten, legen wir hier eigentlich eine Lupe an und können da besser diese Papierstruktur erkennen.
Viele der von uns bisher nicht direkt sichtbaren inneren Mädchenverbindungen werden so für uns direkt sichtbar und sie können zur Erfüllung unserer Schöpfungsaufgabe in diesem Kosmos, in dieser Welt, auf dieser Erde von uns ganz bewusst genutzt werden. Jedoch, wir halten diese Verfeinerung unseres Bewusstseins bzw. unserer Widerspiegelung, was hier die Grundlage für das Bewusstsein ist, nicht zum Ich-Selbstzweck, sondern sind aufgerufen, diesen höheren Bewusstseinszustand auch im Außen unserer Existenz zur Anwendung zu bringen. Unser Innerstes, die geistig-seelische Ebene der Existenz, ist, darstellt. Die Außenwelt jedoch, die materiell verkörperte Ebene, gleichen Wesensinhalts, eben der absolut zum Inneren gleichen Seelenbasis. Also wir haben hier im philosophischen Kontext nicht, wie es immer heute gesagt wird, sein Dasein, Bewusstsein. Denn Bewusstsein ist schon wieder eine ganz andere Ebene. Das ist wie, wenn man eine Kopie letztendlich gleichrangig wie das Original betrachtet. Nein, wir haben hier die Trinität von Sein, Dasein und Seele zu verzeichnen. Ne? Das muss man immer beachten. Und das sind die philosophischen Kategorien. Die physikalischen Kategorien sind Information, Energie und Masse. Aber heute schmeißt man ja die Philosophie und die Physik so dermaßen durcheinander und verheddert sich damit natürlich gleich wieder mit diesen Durchmischungen von Begriffen. Das macht auch die Informationsenergetik jetzt so, dass sie wieder sauber die Begriffe definiert und sie auch sauber, sphärengemäß aufeinander bezieht. Die Seele beinhaltet demgemäß stets alle geistigen und materiellen Existenzmomente. Im ganzen Existenzgeschehen erfolgt sowohl das innere als auch das veräußerlichte Leben, stets informationsenergetisch verwirklicht und neigt auch über die universalen Strukturgegebenheiten vermittelt, stets zur ganz massiven Verfestigung im informationsenergetischen Ausgleichsmoment. Überall im Kosmos, in allen Welten und im gesamten Universum gelten gemäß unserer Interpretation folgende Universumsformeln. Also jetzt UV, also indem ich mich also auf das Universum sein Volumen beziehe, entspricht klein i im Groß i und Groß i entspricht Information plus Ganzheit, also IS plus 1. Sowie IS entspricht M durch E, also Information entspricht den Bezug der Masse auf ein energetisches inneres Potenzial. E entspricht nun wieder M durch IS, also zeigt sich letztendlich, wenn die Masse auf Information bezogen wird. Und M ist, wie schon mehrfach geäußert, gleich IS mal E, die Wechselwirkung von Information und Energie, die letztendlich über Reibungsaspekte zum Ausgleich führen. Und genau diese Ausgleichszustände und nur diese Ausgleichszustände kennzeichnen das, was Masse ist. Also Masse an sich existiert eigentlich gar nicht, sondern sie ist ein Wechselwirkungsprodukt. Aus der Wechselwirkung, also der äußeren Wechselwirkung von Energiepotenzialen mit informationellen Grenzgegebenheiten, und zugleich der Interaktion beider Wesensqualitäten. Das gesamte Universum UV zeigt sich so als eine Doppel-I-Hypersphäre, in der einzelne Welten als E hoch Pi X-Einheiten eingebettet sind. Und da ist der primäre Fakt natürlich dann wieder E hoch Pi I, was uns schon Euler gesagt hat. Und mich schon andeuten lasse, weite ich das in der Informationsenergetik dann aus, indem ich das einmal auf die Ganzheit der Struktur beziehe, die wir ja raumzeitlich in drei Dimensionen, also jetzt kleingeschriebene Dimensionen darstellen, Länge, Breite, Höhe, und das ist im Prinzip dann E hoch X, Y, Z. Aber wenn man das dann wieder aufweitet, also aus diesem geschlossenen Kreis der Struktur in die Spirale mündet, dann wird es eine Einheit der Funktion, dann brauchen wir wieder vier Parameter
Und dann möchte man bitteschön dann immer diesen imaginären Aspekt mit dazu zählen. Und dann erhalten wir eben e hoch i x y z. Bis das i wird in der heutigen Widerspiegelung immer wieder vergessen. Wir können zwar weglassen, um erstmal zu rechnen, aber im Hinterkopf muss immer dieses i mitschwingen. Wir sind im i und wir widerspiegeln über i. Also das ist unsere absolute Basis, mit dem wir überhaupt leben, verwirklichen und unsere Schöpfungsaufgabe in dieser Welt überhaupt erstmal bekommen und dann auch erfüllen können. Also aus der primären Imagination, der primären Lebensäußerung im Universum geht im Einsbezug, im Ganzheitsbezug, Einheitsbezug, die Informationsrealität der Form IS hervor, welche einen Bezug der veräußerlichten Masse M auf verinnerlichtes Energiepotenzial, also auf verinnerlichte Energierealität E, eben der Form IS gleich M durch E darstellt. Das S im Symbol IS bedeutet, wie schon einmal von mir erwähnt, sowohl den Bezug auf ein erstes Signal als auch gleichzeitig den Bezug zur Ganzheit eines Systems. Also damit bringe ich das gesamte Sein und Dasein, die gesamte Existenz auf eine einfache Formel. UV entspricht I mit einem geschlossenen kleinen I. Und dann haben wir dann diese Quadrupol der Verwirklichung mit minus I plus I und minus 1 plus 1. Und so bezieht sich das letztendlich sowohl auf die I-Realität als erstes Signal, primärstes Signal, bis hin zur Eins, zur Ganzheitsverwirklichung, aber dann immer bitteschön auf bestimmte I-Sphären-Ebenen bezogen, um auch konkret werden zu können. Sonst bleibt man im Allgemeinen gefangen. Gehen wir jetzt nach unserem kurzen Ausflug in die Geist-Materie-Seelenwelt der Ich-Selbstexistenz wieder zur materiell erscheinenden physischen Existenzebene zurück. Im 17. Schöpfungsakt erhielten wir folgenden Zustand. Hier einmal auch dieses Bild. Aus diesem ging im 18. Schöpfungsakt die sich nun auch energetisch zeigende Wechselbeziehung der 4 I hoch 0 Einheiten mit den 2 1 hoch 0 Einheiten hervor. Also auch hier haben wir wieder die Einheitsganzheit. Einheit ist hier I, Ganzheit ist hier 1. Die Raumreibung zwischen der 1 hoch 1 Einheit und ihrer äußeren plus 1 Umgebung, also schon wieder eine Unterscheidung, führt immer mehr zur Potentialerhöhung in den Grenzmomenten plus I hoch 1 und minus I hoch 1. Eine Potentialerhöhung. Eine neue Transformation verbunden mit einer Qualitätswandlung wird damit vorbereitet. Auch heute haben wir wieder so eine Qualitätswandlung, sogar bezogen auf unser gesamtes Leben, auf unsere gesamten Lebensreigen. Angefangen von jedem Individuum. Viele sind ja heute, fühlen sich ja heute krank und dann gehen sie zur Medizin und dann gehen sie zur Pharma und dann werden sie vollgestopft mit irgendwelchen Blödsinn. Bloß weil sie mal da ein Wehwehchen haben und da ein Wehwehchen und wollen das nicht tragen oder ertragen und ertragen so lieber, dass sie mit Gift vollgespritzt werden. Nein, unser Körper muss sich ja auch dieser neuen Medialität, in die wir schon längst eingetaucht sind, was die Mayas schon gesehen haben, erstmal anpassen. Damit werden verfestigte Strukturen aufgelöst und das sehen wir denn als bestimmte Erscheinungsweisen, die wir entweder als Krankheit oder so definieren können. Oder wir wissen ja, dass wir letztendlich jetzt umgeformt werden, dass wir einen Transmutationsakt vollziehen. Letztendlich werden wir irgendwann mal zu Formen wandeln, aber das ist noch, steht bei beiden Sternen. Aber wenn wir das wissen, können wir ganz anders damit umgehen. Wenn wir bewusst uns darauf einstellen, dann brauchen wir auch nicht mehr leiden, weil wir wissen ja, was geschieht. Wir müssen eben dann mal, wenn solche Phasen sind, ein bisschen ruhiger treten und das vergeht von alleine. Das regelt schon unsere Absolutheit, unsere Göttlichkeit. Da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern, da brauchen wir nichts einschmeißen und.
Das ist ein ganz natürlicher Prozess, den wir heute leben, erleben und natürlich auch durchleben. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sind in diesem anderen, qualitativ anderen medialen Zustand. Wir sind schon mittendrin in diesem Medium. Es durchströmt uns schon und bewirkt natürlich dann diese bestimmten Erscheinungsweisen, diese Symptome. Wenn man das weiß, kann man sich ganz anders darauf einstellen. Also so viel auch erst einmal wieder für heute. Ich denke, ich habe euch wieder wertvolle Informationen vermitteln können. Und sage natürlich auch heute wieder Tschüss. Bis zum nächsten Teil dieser Videoreihe über das Nichts und Etwas, eben zum Teil 5. Dort werden wir uns dann der Erklärung der Schöpfungsakte ab 18, also 18 wiederholen wir nochmal, und dem fortschreitend widmen. Also auch heute danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr mir zugehört und zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.